Herzlich willkommen auf der World of Trading, auf der Bühne, Tag 2 dieser Mega-Veranstaltung, die wir im Internet komplett für Sie aufbereitet haben, mit mehreren Vortragsräumen. Also das heißt, es gibt Raum 1, Raum 2, Raum 3, Raum 4, jeweils mit einem speziellen Moderator, / einer Moderatorin, die Sie sicherlich kennen. Und vielleicht kennen Sie mich auch, Andreas Bernstein. Ich darf auf der Bühne durch das Programm führen. Hier hatten wir gestern schon zwei große Live-Trading-Events, eine Podiumsdiskussion. Auch heute gibt es wieder eine Podiumsdiskussion zum Ende der Veranstaltung. Doch wir starten recht stark mit einem DAX, mit einem Vortrag zum DAX 40. Denn DAX 30, das dürfen wir getrost vergessen. Die historische Ummodellierung des DAX hat sich in diesem Jahr vollzogen. Wir haben jetzt 40 Werte im DAX. Was das bedeutet, welche Werte das sind und was man hier für Aussichten an den DAX richten kann, das klären wir zusammen mit dem Andreas Lipko von der COMDirect, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Andreas, siehst du und hörst du mich schon? Ja, hallo Andreas. Ich sehe und höre dich schon sehr gut. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gut. Ja, mit dem DAX 40, da hat ja die deutsche Börse so ein Stück weit einen Meilenstein gelegt und auch dem Drängen nachgegeben von ganz vielen Investoren und auch Marktakteuren, dass man sich breiter aufstellt, dass man also auch neue Branchen so ein bisschen mit reinholt. Ob das gelungen ist oder ob es nur mit einer Puma noch eine zweite Adidas gibt oder noch einen weiteren Automobilhersteller, das wirst du uns erläutern und sicherlich auch ein paar Hinweise geben, wie man als Anleger davon partizipieren kann. Genau, Andreas, muss ich sagen, fange ich gleich mal an und ich würde auch gleich mal meinen Bildschirm freigeben, weil ich habe wie bei einer guten Kochsendung mal was vorbereitet. Sehr gut, ich freue mich. Bis später. So. Sieht man jetzt die Präsentation? Noch nicht. Achso, Moment. Was sieht man denn momentan? Ich glaube, würde das Zoom-Fenster noch? Ja, ich oder mich. Unten auf Bildschirm freigeben und. Genau, das ist okay. Moment, ich mache mal rein. Bildschirm freigeben. Desktop 1, nee. Sekunde. Ist halt ein Samstagmorgen. Da kann sich jemand nochmal jetzt den Kaffee zu Gemüte führen. Zoom-frei erlauben. Im DAX bewegt sich ja auch heute nichts. Das ist auch nochmal so ein Vorteil, genau. Dass man solche so was. Jetzt sieht man mich weiterhin oder? Weiterhin, ja. Okay. Vielleicht kann ich ja schon ein bisschen etwas zum neuen DAX 40 erzählen, ohne vorgreifen zu wollen, während du die Präsentation lädst. Also wir haben tatsächlich nicht nur 10 weitere Werte, die in den DAX aufgenommen wurden, sondern es gibt auch weitere Kriterien, die angelegt werden. Das ist auch ein Stück weit dem Wirecard-Skandal geschuldet, zum einen und zum anderen, dass man hier die Sorgfaltspflicht walten lassen möchte als Betreiber des Index. Denn DAX 40 ist ja eine eingetragene Marke und die deutsche Börse muss hier quasi gewährleisten, dass da auch die ertragskräftigsten Unternehmen enthalten sind, die natürlich die Voraussetzungen erfüllen. Also Umsatz ist da natürlich nicht alles, Marktkapitalisierung auch nicht. Da kommt es auch auf andere Kriterien an, wie zum Beispiel, dass ein Gewinn erwirtschaftet wird und dass auch regelmäßig die Quartalszahlen vorgelegt werden. Da gibt es bestimmte Fristen. Und ja, da will ich auch keinesfalls zu weit vorgreifen. Ich kenne den Vortrag selber noch nicht, bin gespannt, was der Andreas uns hier darbietet. Vielleicht geht es auch in die Richtung. Genau, ja, es geht. Moment, ich gucke gerade mal. Ich finde es gerade merkwürdig, weil gestern hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich wundere mich gerade, warum ich jetzt hier mein das Problem habe. Ich kriege das gleich hin. Bestimmt. Soll ich einfach noch ein bisschen was zum DAX plaudern? Du sagst einfach Stopp, Spoiler, wenn ich das sage, was du als. Nee, du kannst genau. Spoilern kannst du eigentlich gar nichts, weil ich finde schon mal ganz gut, dass du in diese Richtung gehst. So, ich glaube. Jetzt tut sich was hier beim Screensharing. Folien vorbereiten. Da hast du die beim 386er auch noch die High-Taste gedrückt bei deinem Computer. Jetzt geht es richtig schnell, glaube ich. Und gleich. Wunderbar. Jetzt geht's, ne? Viel Spaß. Wunderbar. Der Vorteil ist, jetzt sieht man mich sogar, glaube ich, auch. Und man sieht die Folien. Genau, vielen Dank fürs Warten. Ich habe mal so ein bisschen ketzerisch das ganze Thema heute. DAX 30 wurde zu DAX 40 aus Reiders, wurde Twix und sonst ändert sich nichts, Fragezeichen genannt. Viele Zuschauer werden vielleicht noch damals die Namensänderung von Riders of Twix miterlebt haben. Das war sozusagen Ende der 80er Jahren. Da ist sozusagen ein Schokoriegel einfach nur umbenannt worden. Angeblich hat sich nichts geändert, außer die Verpackung. Das soll sozusagen auch so ein bisschen der Aufhänger sein für heute, um eben genau diese Frage zu stellen.
Hat sich dadurch tatsächlich nichts geändert? Ist der DAX einfach nur breiter aufgestellt oder haben wir tatsächlich einige Änderungen, die gerade als Trader und auch vielleicht als Teilnehmer, der in den Terminmärkten agiert, eben doch eine Veränderung mit sich bringen? Vielleicht kurz zu meiner Person. Andreas hatte mich ja schon vorgestellt. Ich bin Andreas Lipko, seit Juli 2017 bei der Comdirect als Marktexperte und Spezialist im Bereich Broking und Unternehmenskommunikation tätig. Ich war davor ganz lange an den Börsen tätig, als Börsenmakler, Disengate-Sponsor in Berlin, in Frankfurt, saß ich direkt vor Ort auf dem Parkett, habe natürlich auch im CETA-System entsprechend gearbeitet, halte jetzt seit einiger Zeit Fachvorträge, ebenso wie diesen hier, und versuche da so ein bisschen die Insights rüberzubringen, natürlich auch, was an den Märkten so passiert, habe auch die Trading-Themenkomplexe hochfrequenter algorithmischen Handel. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal in einer WOT vor ein, zwei Jahren mal als Thema hier diese einen Vortrag von mir und natürlich die Blockchain-Technologie. Das soweit von mir. Jetzt muss man natürlich erstmal wissen, was ist der DAX? Klar, jetzt werden viele die Augen rollen und sagen, ist ja einfach, klar, der DAX, deutsche Aktienindex, liest man jeden Tag, weiß man ja. Aber hier sollte man halt auch sehen, dass sich ja doch einiges geändert hat. Durch die DAX 40-Aufnahme ist halt nicht nur der DAX größer geworden, sondern eben auch die Kriterien haben sich geändert. Das hat Andreas ja bereits in der Pausenmoderation, bis ich hier die Folie auflegen konnte, schon so ein bisschen erwähnt. Und jetzt spielt eigentlich als größtes Kriterium tatsächlich nur der Streubesitz, die Streubesitz-Marktkapitalisierung eine Rolle. Früher war es noch die Handelsaktivität, das heißt, wie hoch das Handelsvolumen im DAX im Verhältnis zu den jeweils größten 40 Unternehmen, deutschen Unternehmen an der Börse waren. Und wenn man eben reingekommen ist in diesem Vergleichsmuster, dann wurden eben die Marktkapitalisierung herangezogen, um in den Index reinzugehen. Wir haben noch andere, eher fundamentale Faktoren gehabt, die eigentlich auch ganz interessant sind. Und zwar müssen jetzt die Unternehmen, die im DAX reinkommen, auf jeden Fall 2 Jahre hintereinander profitabel arbeiten, müssen natürlich die Geschäftsberichte entsprechend vorlegen. Da gehen wir nochmal später so ein bisschen drauf ein, was das auch noch für Auswirkungen hat. Das hört sich jetzt alles ein bisschen profan an, ist es aber nicht. Ganz wichtig auch insgesamt hat der DAX auch eigentlich andere Änderungen erfahren, die nicht nur unbedingt mit der Vergrößerung oder Verbreitung zu tun hat, sondern eben natürlich auch mit den Handelszeiten. 9 bis 17.30 Uhr kennen wir, wird ja jetzt momentan berechnet. Wir haben davor den Früh- und den Nachtags, den Spättags. Wir hatten aber auch Zeiten, da ist die Handelszeit wesentlich kürzer gewesen. Wenn man sich also zurückerinnert, 80er, 90er Jahre, beziehungsweise mal da so reinschaut oder liest, was da so passiert ist, da hatte man teilweise nur Handelszeiten von 4 Stunden gehabt, das heißt von 10 bis teilweise 14 oder 13 Uhr wurde nur gehandelt, man hatte dann auch Kassakurse, die festgestellt worden sind, alles Einflussfaktoren, die gerade, wenn man charttechnisch unterwegs ist und sich lange Zeit rein, zum Beispiel für einen Backtest oder sowas entsprechend reinzieht, eigentlich mit berücksichtigen müsste, wird nicht getan, weil man eben davon ausgeht, es glättet sich weg. Sehe ich aber ein Stück weit anders, da arbeiten wir uns aber nachher gleich darauf hin. Ich denke, dass man hier mal überlegen sollte, dass man einen eventuell dementsprechenden Korrekturfaktor mit einführt, aber da kommen wir eben drauf nochmal später zurück. Genau, wie hat es der Ganze entstanden? Er ist am 1. Juli 1988 frohgemut gestartet, war er vorher oder wurde von der Börsenzeitung ermittelt. Die Börsenzeitung gehört im weitesten Sinne über den Verlag auch zur Deutschen Börse AG. Man kann die Geschichte der DAX-Unternehmen zurückrechnen bis 1959, was ganz interessant ist. Zumindest erstmal, um zu sehen, wie die Entwicklung generell in der Börsenlandschaft war, aber wo ich auch ein bisschen zwiegespalten bin, ob man tatsächlich solche Zahlen rein, solche Daten eben mit für Ermittlungen, zum Beispiel Backtesting oder eben für irgendwelche charttechnischen Herleitungen eben heranziehen sollte. Gestartet bei 1.000 Punkten und basierend auf die Etienne-Lasperrier-Formel, die sozusagen dann dadurch eben den Index ermittelt. Da könnte man aber auch nochmal ein eigenes Seminar drüber ermitteln bzw. halten, weil das eigentlich auch ein ganz interessantes Thema ist. Genau, ich habe das einfach mal der Form halber aus Wikipedia übernommen. Das stimmt aber, ich habe es auch überprüft, von daher ist es soweit richtig. So, wie startete denn der DAX? Und da kommen wir auch schon so ein bisschen in die Thematik rein zur Herleitung, warum gerade diese DAX-Änderung von DAX 30 auf DAX 40 so interessant ist. Wir sehen hier sehr, sehr viele Unternehmen, die aus der klassischen Old Economy sind. Aber was auch interessant ist, die meiste oder die Hälfte quasi gibt es gar nicht mehr im DAX. Das heißt, die Startaufstellung ist verändert. Wir haben hier einige Unternehmen, gerade im Bankenbereich, Bayerische Hypothek und Wechselbank, Bayerische Vereinsbank sind ja damals zur Hypo Real Estate, die gibt es in dieser Form nicht mehr. Dann haben wir hier eine Degussa drin, Deutsche Babcock, Deutsche Lufthansa noch, die ja im letzten Jahr raus ist, Dresdner Bank von der Commerzbank übernommen. Also alles Feldmühle, Nobel, das ist ein Unternehmen auch übernommen worden, eigentlich jetzt weitestgehend in der Stora Enso heute drin. Henkel ist noch da, Höchst nicht mehr. Kaufhof von Metro übernommen. Also man merkt schon, hier sind sehr, sehr viele Unternehmen,
die nicht mehr da sind und eigentlich auch damit auch gar nicht mehr die DNA des Ausgangs-DAXes von 1988 haben, sondern eben weg sind, mit der Zeit einfach modernisiert sind, was gut ist, was aber auch natürlich problematisch ist, gerade wenn man sich den Chart rein aus dieser Zeit anschaut, dann hat man eben dahingehend ein Problem. Die einzelnen Unternehmen oder einzigen Unternehmen, die derzeit von damals bis heute durchgängig drin waren, die habe ich hier auch nochmal rausgesucht, sind die Allianz, BASF, Bayer, BMW, Daimler, Deutsche Bank, E.ON, Henkel, Linde, RWE, Siemens und Volkswagen. Was man eben daran erkennt, ist kein Technologieunternehmen dabei. Das heißt, die grundsätzliche Ausgangssituation vom DAX ist tatsächlich dann noch sehr Old Economy geprägt. Wir haben aber auch sehr, sehr viele Wechselkandidaten drin gehabt, die mal kurz reingeloopt haben, wieder rausgegangen sind. Die habe ich unten mal aufgeschrieben. Da gibt es auch einige Unternehmen nicht mehr. Altana, Beiersdorf war drin. Deutsche Lufthansa, die EPCOS, Hannover Rückversicherung, MDAX-Unternehmen, Kali und Salz, Lanxess Metallgesellschaft, Metro, MLP, Osram, ProSieben, Salzgitter, Unipa, Vitesco auch kurz drin gewesen durch die Abspaltung aus dem Kontinentalkonzern, kurzzeitig als 31. DAX-Kandidat vor der großen DAX-Umstellung nochmal drin gewesen. Und natürlich die berühmt-berüchtigte Wirecard. Was hier ganz interessant ist, dass die Kandidaten, die tatsächlich mal rein und rausgegangen sind, übrigens in Infineon war das gleiche Kandidat, die waren mal drin, sind wieder draußen, sind jetzt wieder drin, die habe ich jetzt natürlich nicht berücksichtigt. Es gab also sozusagen ein paar mit einem goldenen Ticket beziehungsweise Re-Entry-Kandidaten. Zeigt aber auch, dass wir hier halt auch eine sehr, sehr wechselhafte Historie haben. Das heißt, wir haben vor allen Dingen auch Unternehmen drin gehabt, wie eine Wirecard oder eben auch ProSieben, Osram, die eigentlich aus dem Technologie- beziehungsweise eben aus dem Elektronikbereich kommen und die natürlich dadurch auch zumindest erstmal peripher eben dem DAX natürlich auch eine ganz andere Methodik mitgegeben haben, eine ganz andere DNA-Fragment, wenn man so will. Das heißt, hier so ein bisschen den Charakter eines Technologiewerts, eben die EPCOS auch nochmal genannt. Und was auch wirklich ganz wichtig zu sehen ist, dass wir bei diesen, sowohl bei den Kandidaten, die durchweg im DAX drin waren, als auch bei den Kandidaten, die kurz mal reingekommen sind, immer wieder auch sehr, sehr große Verwerfungen hatten. Wir hatten halt zum Beispiel eine Volkswagen, die teilweise über 20% der Marktkapitalisierung ausgemacht haben, die übrigens auch für einen Regelwechsel gesorgt haben im DAX. Da ein Regelwerk, dass man hier also ein Cap reingezogen hat, ganz klar gesagt hat, oder ein Gap reingezogen hat, dass man eben ganz klar gesagt hat, bis zu einer bestimmten Bewertungsgröße ist der Einfluss eines einzelnen Indexunternehmens in dem Index dann berücksichtigt. Darüber wird es einfach abgeschnitten. Gehe ich nachher auch nochmal ganz kurz drauf ein. Als auch natürlich alle Kandidaten, die kurzzeitig mal drin waren. Die waren ja nicht drin, weil die DAX-Kommission sozusagen, oder beziehungsweise die Indexkommission das gut fand, sondern weil die natürlich die Kriterien erfüllt haben, damals reinzukommen. Das heißt, man hatte eine hohe Marktkapitalisierung, man hatte ein hohes Handelsvolumen, hier zum Beispiel EPCOS genannt, mal exemplarisch, die nach den neuen Marktzeiten oder zu den neuen Marktzeiten natürlich dann ganz stark eben auch entsprechende Kriterien erfüllen konnten und dadurch natürlich den DAX auch ganz anders geprägt haben. Zu der Zeit übrigens auch Deutsche Telekom mit eines der größten DAX-Gewichte, Siemens auch ganz weit vorne. Also man merkt schon, dass sich eigentlich so ein bisschen der Handelscharakter im DAX auch ändert. Wir haben hier die aktuelle Situation. Ich habe hier auch mal die Marktkapitalisierung mit rausgesucht. Also zumindest die Kurse sind jetzt nicht top aktuell, aber zumindest näherungsweise mal zu sehen. Es geht ja hier auch nur um die ungefähre Gewichtung. Wir haben halt eine SAP natürlich drin als den größten DAX-Kandidat, gefolgt von der Linde. Wobei ich sogar die Linde auch als so ein bisschen Twitter-Unternehmen sehe, wenn man eben auch hier sieht, von der Ausgangssituation eigentlich nur pur in dem Industriegasbereich tätig, hat man jetzt hier ein Unternehmen, was sehr stark auch in der Technologie, wie zum Beispiel Wasserstoff-Hybrid-Technologie natürlich unterwegs ist und eben auch international unheimlich groß und auch stark gewachsen ist durch Übernahmen. Wir haben eben eine Volkswagen, man sieht also auch schon, wie sich hier so ein bisschen, was auch interessant ist, zum Beispiel schon auf Platz 5 die Airbus reingeschummelt hat, die ja jetzt erst seit dem 20.09. da ist und sofort sozusagen mit unter den Top 5 ist und damit zum Beispiel den ganzen Flugbereich, den ganzen Flugteilesektor beziehungsweise natürlich dann einen sehr zyklischen Charakter mit reinbringt, wenn man eben sieht, dass eine MTU, das schauen wir uns gleich an, eher am hinteren Ende der Marktkapitalisierung zu finden ist. Zeigt das eben auch, dass zum Beispiel solche Änderungen natürlich schon einiges bewirkt haben. Ansonsten hier weitestgehend die berühmt oder berühmt-berüchtigt bekannten Kandidaten, Siemens Healthineers ist auch neu drin, ebenfalls und dann dementsprechend unter den Top 10. Wir gehen mal weiter durch. Sartorius natürlich als neuer Kandidat, ich habe die aber auch nochmal alle rausgeschrieben. Delivery Hero schon vorher reingegangen. Man sieht also auch schon, wenn man eben vorher guckt, dass eine SAP hier mit 130 Milliarden entsprechende Kapitalisierung hat.
dass man hier schon eher kleinteiliger reingeht, auch bei den neuen Kandidaten eine Zalando mit 20 Milliarden bewertet. Wichtig ist, hier wird übrigens der Free Flow nur genommen und nicht die komplette Marktkapitalisierung, falls es einem jetzt aufgefallen ist und sagt, Mensch, die sind ja doch eher schwerer gewichtet. Und hier spielt wirklich nur die Rolle von dem Unternehmen, das eben entsprechende, der Free Flow, der also wirklich handelbar ist, dann eben auch reingenommen wird. Das war auch der Grund, warum die Kia GmbH übrigens auch mit reingegangen ist in dem DAX, weil die tatsächlich dann hier vom Free-Flow her besser aufgestellt waren als der Vergleichskandidat. Genau, und ich habe jetzt schon gesagt, insgesamt sehen wir hier also, dass dann jetzt sehr stark ausdünnt und wie hier eigentlich dann auch den Großteil der neuen Teilnehmer oder einen Großteil eben sehen, Brenntag, HelloFresh, Puma, eben hier und Kia gehen eben vertreten. MTU Aero Engines, hatte ich schon gesagt, ist als vorheriger Flugzeugbauer, Flugzeugmotorenhersteller als Vertreter für die Flugzeugbranche ja im DAX vertreten gewesen und hat jetzt durch Airbus eine massive Unterstützung für diesen Bereich bekommen. Ich habe das aber alles nochmal extra aufgestellt nachher, beziehungsweise mir eine Aufstellung von meinen Kollegen von der Commerzbank eben genommen. Hier habe ich die auch nochmal aufgeschrieben. Die einzelnen Kandidaten, das dürften auch vielen eigentlich schon bewusst und bekannt sein, wer jetzt neu da hinzugekommen ist und von daher keine große Überraschung, hoffe ich zumindest. Ansonsten scheint man im DAX-Trading ein bisschen was falsch zu machen. Hier jetzt eben auch nochmal die Änderung der Branchengewichtung im DAX und das ist ganz spannend. Wir sehen also, dass eben im Endeffekt hier der Consumer Goods Bereich, also der Einzelhandel oder beziehungsweise die Nahrungsmittel, Grundnahrungsmittel und Verbrauchsgüter hier keinen Zuwachs bekommen haben. Auch der Handel an sich kein neuer Kandidat reingekommen ist. Wir sehen eher größere Veränderungen im Bereich der Technologie, das hatte ich bereits gesagt. Das heißt, wir bekommen hier eher eine Modernisierung, eine Evolution insgesamt in diesem Bereich. Wir haben auch den Automobilsektor verstärkt, Versicherungen, Konsumgüter entsprechend sind ein bisschen fester geworden. Also man sieht eben schon, dass eben einige Änderungen sind. Wir sehen auch Industriegüter und Services halt entsprechend mit den Veränderungen. Und obwohl ich gerade genau sehe, die neue Sektorenverteilung ist in schwarz und die alte Sektorenverteilung in rot. Genau, also man sieht halt entsprechend die Änderungen, die sich da ergeben haben und die dann natürlich auch den DAX halt dahingehend natürlich vom Handelscharakter her entsprechend geändert haben. So, genau. Die Ad-Hoc-Änderungen, die eben dadurch erfolgten, die sind eben schon mal ganz spannend. Das heißt, dass wir hier eben die Neuzugänge, die 10 Kandidaten, die ich ja auf der Folie vorher schon kurz vorgestellt hatte, die machen ungefähr 13% der Gesamtindexveränderung aus. Das heißt, also man sieht schon, dass hier eine Veränderung eben stattgefunden hat. Alleine bei der Gewichtung eben im DAX durch die 10 Neuzugänge ist der DAX tatsächlich eben entsprechend stärker oder beziehungsweise größer geworden. Airbus allein nimmt mit ungefähr, oder Namen damals mit 5% ganz klar die Pull Position ein. Das haben wir ja auch gesehen, unter den Top 5 sofort drin gewesen. Auch Free-Flow-Billerei nicht immer noch ein sehr, sehr starkes Fund, was eben Airbus da eben mit reinbringt und natürlich entsprechend dann auch diesen Bereich wesentlich stärker repräsentiert. Die Marktkapitalisierung, kann man sagen, ist dann von 1,4 Billionen Euro auf ungefähr 1,6 damals zum damaligen Zeitpunkt angestiegen durch die 10 neuen Kandidaten. Also das heißt, dass dann entsprechend die neuen DAX-Mitglieder dann 240 bis 300 Milliarden an Marktkapitalisierung mit reingenommen oder reingebracht haben. Und das ist natürlich auch schon eine signifikante Größe, die sowohl für gerade Investoren wichtig ist, weil hier eben Umschichtungen stattgefunden haben. Wenn man eben ein großes globales Portfolio betreut als Vermögensverwalter, dann muss man dann, wenn man zum Beispiel natürlich Deutschland insgesamt durch den DAX repräsentativ in seinem Gesamtdepot hat, entsprechende Änderungen vornehmen, weil eben dann natürlich die Marktgewichtung die Gewichtung des DAXes im Verhältnis zum Beispiel zu anderen internationalen Indizes größer geworden ist. Und das ist eben auch wünschenswert zumindest. Es sind also positive Eigenschaften, die dem DAX dahingehend schon mal gegeben worden ist, dass er tatsächlich jetzt aufrückt, auch in die größeren, auch in den europäischen Konzert hinein, in Unternehmen oder beziehungsweise Indizes, zum Beispiel den Kakaron, der ja bereits schon 40 Unternehmen hatte, aber von der Marktkapitalisierung her auch größer geworden ist und man eben damit eher in den globalen Depots halt eine größere Rolle einnimmt als vorher. Ja genau, ganz wichtig eben auch nochmal, dass eben das Handelsvolumen der DAX-Kandidaten per se keine Rolle mehr spielt bei der Neuaufnahme. Das ist auch ganz wichtig. Und was wir gesehen haben, das spielt sowohl von der fundamentalen Seite her, als auch natürlich jetzt wieder für das Anlagekriterium, für vielleicht internationale Investoren,
die überlegen, in den deutschen Markt stärker einzusteigen, auch nochmal eine Rolle, dass die Neulinge, die in den DAX reingekommen sind, aufgrund ihrer natürlich Kriterien, die erfüllt werden mussten, oftmals schon hohe KGVs aufgewiesen haben. Das ist natürlich ganz klar, um eben sozusagen in dem vorherigen MDAX, wo die meisten wo die Unternehmen natürlich drin waren, entsprechend auch in den DAX aufsteigen zu können, musste man ja entsprechend zu den großen Schwergewichten im MDAX gehören. Das heißt, man hat hier entsprechende Kursperformances gesehen. Und das kam natürlich daher, dass zum Beispiel eine Sartorius eben oder eine Zalando aufgrund der Aktivitäten beziehungsweise dann eben auch der Ereignisse aus 2020 durch die Stay-at-Home-Aktivitäten, durch die Coronavirus-Pandemie, Testverhalten etc., Zunahmen der Laborausstattung bzw. boomendes Geschäft in dem Bereich natürlich hier noch ganz, ganz stark Gewinnzuwächse gesehen haben. Man hat sozusagen denn hier so eine Art Sogwirkung gesehen, dass genau diese Aktien, die jetzt reinkommen, Profiteure daraus sind. HelloFresh ist da auch zu nennen und von daher ist das natürlich auch ein Punkt, wo man einfach jetzt einen Status erreicht. Die 10 neuen Kandidaten sind sozusagen keine Überraschungskandidaten, wie es eben vielleicht früher der Fall gewesen wäre, sondern tatsächlich Kandidaten, die jetzt eben schon mit einer sehr hohen Erwartungshaltung reinkommen. Das führt eben dazu, dass du rechnerisch zumindest das KGV um 13% auf 14,5 bis 15 zum damaligen Zeitpunkt eben erhöht hatte und wir momentan bei ungefähr bei 15,49 liegen, was eben nochmal zeigt, dass das gerade, wenn man eben überlegt und das im Vergleich zu anderen Aktienindizes sieht, natürlich eine Rolle oder auch eine Situation darstellt, wo dann vielleicht der eine oder andere sagt, der Markt könnte mir tendenziell zu teuer sein, was aber auch im Umkehrschluss, und das ist ganz spannend, eben auch dazu führen kann, dass natürlich die Korrektur oder die Konsolidierungsbestrebungen dann eben auch stärker ausfallen können. Das heißt, wenn wir vorher einen DAX haben, der eben 13% günstiger war, und durch die Neuaufnahmen dann auf einmal teurer werden, bedeutet das ja, dass wir eben in einer Konsolidierung natürlich dann dieses Potenzial, was neu zugekommen ist, allein isoliert betrachtet auf den DAX dann betrachten müssen, was vorher verteilt war, weil die Kandidaten eben im MDAX waren, hätte entsprechend der MDAX viel wegpuffern können. Das ist sozusagen eine Risikoclusterung, die ganz klar jetzt im DAX zu sehen ist und die man mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, gerade eben, wenn es vielleicht in den kommenden 2 Wochen noch weiter ein bisschen stürmischer im deutschen Markt sein und bleiben sollte. Ja, die zu erwartenden Änderungen sind, glaube ich, jetzt wesentlich interessanter und ich lege die auch gleich nochmal da, woher die eigentlich kommen. Das hat damit zu tun, dass wir hier doch einige Änderungen sehen werden, die vielleicht direkt nicht zu erwarten sind, vor allen Dingen von der fundamentalen Seite ja auch erstmal schwerlich abzuleiten gewesen sind, die aber auf jeden Fall zu erwarten sind, wenn man sich gerade die technische oder vielleicht auch die Terminmarktseite ansieht, da sieht man, dass das Volatilitätsverhalten sich auf jeden Fall ändern wird, und zwar auch die implizite Volatilität. Nicht unbedingt durch die Aufnahme per se der 10 Kandidaten, das ist natürlich auch passiert, weil die natürlich im Ende auch eine teilweise und aufgrund ihrer Branchenzugehörigkeit wie eine Zalando wesentlich größere Volatilität schon per se mitbringen und natürlich das auch als Einfluss für die Ermittlung der Volatilität von dem Gesamt-DAX 40-Index heranzuziehen ist. Was aber wesentlich interessanter ist, dass die Volatilität der Volatilität, das heißt die Änderungs- und Schwankungsbreite der Volatilität, sich auch ändern wird, weil man nämlich jetzt ja das Kriterium hat, zum einen, es wird zweimal im Jahr, ich habe das unten draufgeschrieben, auch nochmal oder mit angeführt, es wird ja zukünftig zweimal im Jahr überprüft, welche Unternehmen die Kriterien noch erfüllen, welche noch mit reinkommen. Das heißt, das muss man theoretisch natürlich von der Terminmarktseite entsprechend auch berücksichtigen. Wird jetzt kein exorbitant großer Zuwachs bei der impliziten Volatilität sein, aber spürt auf jeden Fall mit berücksichtigt werden müssen, weil man diese Unsicherheit auf jeden Fall mit drin hat. Und wir sehen natürlich auch aufgrund der neuen Branchen, auch der Branchenverschiebung, der Gewichtung der Verschiebung in den einzelnen Branchen, auch hier eine Zunahme von Volatilität, weil wir zum Beispiel im Flugzeugbereich Airbus, klassisch zyklisches Geschäft eben, auch sehr stark zyklisch, auf jeden Fall das eben auch entsprechend eingepreist und auch berücksichtigt werden muss. Und das auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr wichtiger Charakter ist, der jetzt zu erwarten ist. Genau. Ich habe das hier bei Punkt 2, Einfluss einzelner Branchen ist gestiegen, auch nochmal hervorgehoben, beziehungsweise als Einzelpunkt. Wir werden tendenziell auch einen nervöseren Markt sehen, weil natürlich zum einen jetzt erstmal kurzfristig die Marktteilnehmer sehen müssen, wie verhält sich tatsächlich der DAX jetzt durch diese Neuorientierung und vor allen Dingen, weil hier natürlich ganz andere Faktoren auch mit einer Rolle spielen, die vorher tatsächlich eher aus dem Aspekt konjunkturelle Entwicklung wichtig waren. Wir haben einen sehr starken Fokus auf Old Economy gehabt. Wir hatten es ja am Anfang gesehen. Wir haben viele Autobauer drin, wir haben Chemiewerte drin, Maschinenbau, die natürlich hier auch bevor der DAX 30 zum DAX 40 wurde, eigentlich wirklich immer eher von der Seite gesehen wurde. Finanz- und Versicherungsaktien haben hier eher
eine untergeordnete Rolle gespielt. Wir haben aber auch zum Beispiel eine SAP, die ja eigentlich zwar auf der einen Seite ein Technologieunternehmen ist, aber auch sich da zyklisch eigentlich nicht entziehen kann. Also wir haben hier keine Apple oder eben eine Amazon, die aufgrund bei Amazon der Technologie und als auch bei Apple aufgrund der harten und großen Marketingaktivitäten so ein bisschen diesen teilweise doch konjunkturellen Aspekt wegplätten können, sondern eine SAP ist eben auch eigentlich ein sehr stark zyklischer Wert, der auf jeden Fall eben sich natürlich auch diesen entsprechenden Entwicklungen in der Gesamtwirtschaft nicht entziehen kann. Also das heißt, auch hier haben wir eben Veränderungen drin, die auf jeden Fall zu sehen sind. Das heißt, dass wir tendenziell eben zukünftig hier auch eine höhere Schwankungsbreite sehen werden. Es fokussiert sich also alles sehr, sehr viel eben auf Volatilität, was aber wichtig ist, weil natürlich auch viele Zuschauer unter euch oder Zuschauerinnen vielleicht auch mit Optionen, vielleicht auch mit Derivaten insgesamt handeln. Gut, bei Zertifikaten spielt es jetzt nicht so die große Rolle, aber eigentlich schon. Das wissen viele oder beachten viele nicht, dass da eigentlich auch die Volatilität sich entsprechend bei den Argien, also bei den Aufgeldern zeigt. Aber bei, wenn man eben gerade im Optionsbereich, Optionen scheinen vielleicht unterwegs, das spielt die Volatilität eben auch nochmal eine Rolle. Und deswegen sollte man das sehen. Ja, die Marktkapitalisierung ist angestiegen. Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Da hatte ich auch lange mit der überlegt, was das für ein Ausdruck ist. Insgesamt, ich könnte mir vorstellen, dass das einzige oder der einzige erglättende, eher beruhigende Aspekt dabei ist, dass man also hier eher eine, aufgrund der Größe eben eher eine Herausnahme der Volatilität sehen könnte. Aber so ein Aspekt kann auch schnell nach hinten losgehen, gerade wenn eben die zugenommene Marktkapitalität sich sehr stark auf einzelne Bereiche clustert, die dann zum Beispiel unter Schuss kommen und man entsprechend dann natürlich da auch einen Abbau von der zugenommenen Marktkapitalisierung in einzelnen Bereichen sieht. Ich erinnere hier so mal ein bisschen auch an die Zeiten des neuen Marktes. Guck mal, ich glaube, ich habe, genau, des neuen Marktes zurück. Da gab es eben auch die Deutsche Telekom, die und SAP, die beide eben die Schwergewichte im deutschen Aktienindex dargestellt haben. Und als eben die Dotcom-Blase geplatzt ist, da waren es eben auch wirklich genau diese Werte, insbesondere natürlich auch die Deutsche Telekom, die hier massiv an Marktkapitalisierung verloren haben und natürlich auch den DAX insgesamt beschleunigt eben in Richtung Kurs Süden gebracht haben. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. So, um das auch nochmal zu begründen, dass ich also hier nicht einfach nur irgendwelche wilden Mutmaßungen loslasse, sondern die auch tatsächlich versuche zu darzulegen. Ich gucke mal, wie ich das hier am besten hinbekomme. Moment, ich muss das mal ein bisschen drehen, genau. So, ich habe mal den DAX und habe mir mal die ATR rausgenommen, die Average True Range, weil das eben auch ein absoluter Indikator ist, der also wirklich die Schwankungsbreite, ich erkläre auch gleich immer, wie der berechnet wird, darstellt. Und wir sehen hier auch, wenn nur marginal, aber trotzdem sieht man eben seit Begründung des DAXes eine Zunahme, die sich vor allen Dingen durch zwei Charaktere nochmal herausbildet und herausstellt. Wir haben früher lange Phasen gehabt, wo die ATR, die Average True Range, das heißt die Schwankungsbreite, relativ niedrig war. Also man sieht es hier, dass hier alleine fast, wie lange ist das, 10 Jahre, die relativ niedrig war. Klar, dann hatten wir diesen Anstieg in den 90er Jahren, die waren implizit durch sehr, sehr viele Ereignisse. Wir hatten auf der einen Seite die Asienkrise, wir hatten auf der anderen Seite das Platzen bzw. die Implosion des Long-Term Credit Management Funds, LTCM, von den beiden Nobelpreisträgern Merton und Scholes, die ja damit drin waren. Ein sehr, sehr damals sehr großes Ereignis an den Finanzmärkten, was eben auch sehr viel Volatilität und natürlich auch aus der Asienkrise entstanden ist. Wir hatten aber auch zur Jahrtausendwende natürlich den starken Anstieg durch die Dotcom-Euphorie, aber eben auch den entsprechenden Rückgang. Und das führte natürlich dazu, dass wir hier sehr hohe Schwankungsbreiten drin hatten. Dann haben wir aber auch wieder eine Phase gehabt, wo eben auch die ATR, also Average True Range, relativ niedrig sich halten konnte, weil eben hier der Anstieg, den wir danach gesehen haben, nach 2003 sehr moderat verfolgt ist. Und das war genau die Tatsache, weil eben der technologische Charakter aus dem DAX draußen war. Also eine Epcor ist weg gewesen, Deutsche Telekom hatte eine niedrigere Marktkapitalisierung, SAP auch eher niedriger. Also es sind alles Unternehmen, wo eher der Old Economy Charakter reingekommen ist. Dann hatten wir hier den Anstieg 2007, 2008. Wir hatten vorher auch nochmal die Hypothekenbankkrise. Das zog natürlich die ATR entsprechend auch nochmal an. Das heißt, die Volatilität kam in den Markt zurück. Und nach 2008 natürlich hier auch entsprechend die Ereignisse rund um Volkswagen, die teilweise 20% eben im DAX innehatten, die auch wirklich für extreme Tagesschwankungen gesorgt haben. Und alles, was eben fortfolgend ist, sieht man hier. Aber was ganz interessant ist, dass sowohl die ATR sich seitdem kontinuierlich nach oben bewegt hat im DAX, als auch
die Perioden der, sag ich mal, eher Abkühlung oder der Konsolidierung und beziehungsweise des nicht so nervösen Handels entsprechend kürzer geworden sind, und zwar wesentlich kürzer. Wir sehen hier diese lange Phase, dann verkürzen sich diese Phasen immer mehr, und im Endeffekt sieht man, dass der Markt insgesamt eigentlich eher nervös bleibt. Und das ist genau der Punkt, den ich jetzt auch zukünftig erwarte. Das heißt, dass wir aufgrund der Änderungen und aufgrund der Neugestaltung der DNA, die sich eben geändert hat, hier auch eher einen nervöseren Handel sehen. So, damit ihr jetzt auch mal nachvollziehen könnt, worum ich gerade gesprochen habe, was ist denn die ATR im Eigentlichen? Ja, man macht eigentlich, nimmt erstmal, ermittelt erstmal die TA, das heißt die True Range. Das kann man tun, indem man eben die Hochtiefs der laufenden Periode, das heißt zum Beispiel des heutigen Handelstags oder des folgenden Handelstags, jeweils ermittelt über die Schlusskurs oder beziehungsweise Hochtiefskurse, nehme dann von diesen Verhältnissen jeweils das größte, das Maximum der größten Schwankungsbreite und habe damit sozusagen meine True Range. Das heißt eigentlich, dass man hier nichts anderes macht, als dass man einfach die absolute Schwankung des DAX in Punkten ermittelt. Und damit ich halt auch eine Range bekomme, beziehungsweise dann eben einen entsprechenden Indikator, baue ich mir sozusagen daraus einen gleitenden Durchschnitt. Bei der ATR wird oft 10 und 14 genommen. Und also demzufolge bei der 10er ATR wäre es sozusagen jetzt 2 Handelswochen, was eigentlich auch ganz interessant ist, weil ansonsten wird das Ganze eigentlich kaum noch sinnvoll und vergleichbar. Und ziehe, glätte sozusagen diesen Index ganz normal drüber. Und das Interessante ist, wie gesagt, ich habe natürlich dadurch, dass ich ja den laufenden, den aktuellen Tag mit dem Vortag vergleiche und da jeweils die Hochtiefskurse nehme, sogar auch Kurslücken drin, was halt bei der reinen Volatilität in der Form eine untergeordnete Rolle spielt, beziehungsweise teilweise auch nicht erfasst wird und auch nicht erfasst werden kann, weil wir immer relative Bezüge haben. Bei der Tool Range ist das eben drin, weil man eben einen absoluten Bezug hat. Und das ist eben doch nochmal ganz spannend und ganz wichtig, mit in dieser Form zu berücksichtigen, weil das eben dahingehend nochmal eine ganz gute Aussagekraft gibt. Was passiert denn wirklich in dem Markt absolut und nicht durch den relativen Bezug? So, genau, hier habe ich nochmal den DAX insgesamt 1988 bis 2021. Und man sieht ja hier, wie ich es ja eben gerade auch schon mal bei der ATA gesehen habe, dass wir eben eine sehr, sehr starke eben Fluktuation, sehr hohe Volatilitäten eben im Markt auch drin hatten. Die Ereignisse sind sozusagen immer wieder auch stärker in den Markt eingetroffen. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, wir haben, wenn wir uns jetzt so ein bisschen auch von dieser technischen Betrachtung lösen und eher hingehen in die fundamentale Betrachtungsweise, hier natürlich ganz neue Themen mit reinbekommen. Das heißt also hier, wie ich bereits schon vorhin kurz erwähnt hatte, der Konjunkturaspekt spielt weiterhin zwar eine Rolle, aber eben natürlich auch die übergeordneten bzw. die Sondereffekte aus dem letzten Jahr, der Basiseffekt, den wir in 2020 gesehen haben, der kommt jetzt natürlich ebenfalls mit rein. Das heißt, eine HelloFresh, eine Zalando und eben auch eine Sartorius wird sich der ganzen Sache nicht entziehen können, wenn wir jetzt eine Beruhigung zum Beispiel hoffentlich auf der Covid-19-Seite sehen und entsprechend dann die Dienstleistungen vielleicht nicht mehr so stark beansprucht werden, die Menschen wieder in die stationären Läden gehen, beziehungsweise dann vielleicht auch mehr wieder natürlich in Restaurants gehen, entsprechend die Essensboxen nicht mehr so beziehen und so weiter. Das sind also Aspekte, die dann doch zusätzlich drauf einzahlen. Und wenn das natürlich insgesamt einhergeht, dass zum Beispiel eine generelle konjunkturelle Abkühlung sehen, dann ist das sozusagen eine Situation, in dem sich dann beides zusammen kumuliert und natürlich als Event von der fundamentalen Seite her auf die Markttechnik, auf natürlich auch das entsprechende Korrekturverhalten für den DAX insgesamt einzahlen kann. Wir hatten es vorhin auch gesehen, Airbus insgesamt jetzt dann sozusagen als großes Dickschiff mit drin, spielt natürlich und zahlt auch direkt auf die MTU mit ein, also in die gleiche Branche mit. Und auch hier natürlich das gleiche Clusterrisiko, was dadurch entstanden ist. Und da muss man halt auch sehen, dass das natürlich dann wichtig ist, gerade wenn man eben zum Beispiel Handelssysteme hat, die man über Backtesting-Modelle natürlich versucht, entsprechend zu optimieren beziehungsweise dann entsprechend zu testen. Und das ist natürlich wichtig, gerade weil wir hier eine maßgebliche Veränderung haben. Das heißt, ich bin hier eigentlich auch nicht so ein großer Freund davon, dass man tatsächlich eben sagt, ja, ich nehme mir halt die Zeit rein der letzten 30 Jahre oder 20 Jahre und teste damit mein System durch. Das kann zwar funktionieren, sicherlich wird auch dann jetzt der eine oder andere Zuschauer von euch sagen, ja, das geht ja auch, weil wir werden sicherlich auch, vielleicht müssen wir natürlich das System entsprechend bei ruhigeren Marktphasen funktionieren können. Das ist auch richtig, aber trotzdem spielen eben genau diese ruhigen Marktphasen, und das ist ja genau das, worauf es heute hinführend sein soll,
tendenziell mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine untergeordnete Rolle. Das bedeutet, dass wir wirklich eher davon ausgehen können, dass man eben sein System tendenziell eher robuster gegen Volatilität machen sollte. Jetzt nicht überbordende, also keine Crash- oder große Korrekturphasen, beziehungsweise eben auch keine großen Blow-Offs, aber insgesamt natürlich schon tendenziell eine größere Volatilität zu erwarten ist, die entsprechend Sicherheit zum Beispiel natürlich im Risikomanagement auch zeigen und auch berücksichtigen sollte. Der DAX an sich gehört ja sowieso schon als Underlying mit zu den größten und auch am schwierigsten zu handelnden Indizes international. Das bedeutet, dass man hier, ich habe jetzt hier nur einen Linienchart reingezogen, wenn man sich aber hier mal einen Candlechart angucken würde, beziehungsweise wenn man sich auch teilweise die Tagesschwankungen eben auch gerade, wenn Konjunkturzahlen bekannt gegeben werden, anschaut, dann sieht man schon, dass dieser Index wirklich extrem bockig und zickig sein kann. Man hat hier extrem große Kurssprünge teilweise, sehr, sehr große oder sehr viele Kurslücken innerhalb eines Tages, gerade bei solchen Events. Das heißt, der DAX an sich ist schon immer schwierig zu handeln gewesen eigentlich. Vielleicht der eine oder andere, der jetzt sagt, nee, ist nicht so. Dann hat er ein anderes ein System, was entsprechend solche Nervosität mit rausnimmt. Aber gerade was so ein bisschen Hidden Drawdowns und entsprechende Kurslücken beziehungsweise dann eben auch gerade in dem Millisekundenbereich eben hier die Kurslücken angeht, ist wirklich teilweise brutal, was da abgeht. Und das kann natürlich auch zukünftig sich nochmal verstärken. Wobei hier auch, wie gesagt, nochmal interessant ist, zahlt so ein bisschen auf dieses Thema eine höhere Marktkapitalisierung als auch höhere Anzahl der Indexmitglieder, dass das auch ein Glättnismomentum wiederum ergeben könnte, ein Stück weit, weil wir ja hier, wie gesagt, mehr Kandidaten, also 10 zusätzliche sehen, als auch natürlich die Marktkapitalisierung größer ist. Aber das, wie gesagt, der Aspekt wird eher eine untergeordnete Rolle spielen. Also er wird vielleicht ein bisschen von den zu erwartenden Schwankungsbreite wegglätten können, aber trotzdem tendenziell erwarte ich hier eine wesentlich höhere Schwankungsfreudigkeit. Genau. Genau, ein Thema hatte ich noch vergessen. Falls ihr natürlich Fragen habt, könnt ihr die jederzeit loswerden, beziehungsweise werden wir ja gleich auch nochmal am Ende euch Gelegenheit geben, Fragen stellen zu können. Das hat der Andreas ja am Anfang auch schon mal gesagt. Und das sei an dieser Stelle auch nochmal erwähnt und zu nennen gewesen. Ja, jetzt gucke ich nochmal. Genau, gerade zu dem Thema Branchengewichtung, und damit man es hier nochmal einfach sieht, ist es halt wirklich so, dass natürlich auch die Aktivitäten, die sich bei den einzelnen Unternehmen hier ereignet haben, den denke ich nur daran, Vonovia hat die Deutsche Wohnen übernommen, ist jetzt auch eventuell dabei, natürlich die Adler Group entsprechend sich hier Anteile zu sichern, spielen zwar auch eine gewisse Rolle, zahlen aber eben auch eher darauf ein, dass das natürlich insgesamt von der Ausgangssituation des Unternehmens wird zwar dadurch insgesamt größer, aber hat eben auch natürlich den gleichen Charakter. Das heißt, so ein Immobilienentwickler entwickelt sich nicht auf einmal dann eben zum Technologieunternehmen oder wird auf einmal zyklisch, sondern wird nur insgesamt eben von der Unternehmensgröße größer, weil das auch oftmals eine Frage ist, ja Mensch, da kommen ja auch Zusammenschlüsse, Unternehmen werden größer, gerade wenn man eben natürlich 1988 dann auch jetzt mit dem Jahr 2021 vergleicht, das funktioniert in dieser Form nicht. Damals hatten wir wesentlich geringere Marktkapitalisierung insgesamt, das Index per se. Und das ist übrigens auch nochmal ein ganz, ganz interessanter Aspekt, der, finde ich, aus der meiner Sicht heraus auch viel zu wenig Berücksichtigung findet. Dass also auch gerade natürlich dann diese Marktkapitalisierungsschwankungen, die sich insgesamt natürlich durch das Kursverhalten und durch die Kursrückgänge gezeigt haben, auch hier viel zu wenig berücksichtigt werden wird bei vielen Modellen. Man guckt also wirklich nur auf die Zeit rein und sieht eigentlich gar nicht, was für eine entsprechende Impact aus welchen Bereichen kam und vor allen Dingen, wo eben hier wirklich die entsprechenden Inflows bzw. Outflows in den Sektoren zu sehen waren, weil es ja nicht nur Investoren gibt, die komplett auf den DAX eben anlegen bzw. abzielen, sondern es gibt halt auch viele Investoren, die hier nur teilweise in Teilbranchen reingehen, beziehungsweise sich dann natürlich auch Unternehmen raussuchen, die in ihren Anlageuniversum reinpassen. Diese Investoren, die sogenannten Branchen, ETFs zum Beispiel oder Branchenfonds, werden natürlich auch immer größer. Das sieht man ja, wir sehen also eine sehr starke Fragmentierung in diesen Bereichen. Das führt halt auch nochmal zusätzlich dazu, dass wir gerade eben in sogenannten Modebranchen, wie zum Beispiel Gesundheitswesen, wie zum Beispiel Technologie oder Telekommunikation, dann entsprechend auch natürlich einen stärkeren Inflow sehen werden, der dann durch die neuen Kandidaten zusätzlich nochmal bestärkt und befeuert wird. Also es sind alles Dinge, die auf jeden Fall berücksichtigt werden müssen, weil die eben dadurch auch natürlich entsprechende Fluktuationen mit entsprechenden Volatilitäten
in dem Index auslösen können und dann den ganzen Handel insgesamt natürlich auch volatiler gestalten. Genau. Ich gucke hier nochmal weiter. So. Genau, ganz kurz nochmal einzahlen auf die Ereignisse von Volkswagen. Das hatte ich vorhin nochmal kurz angesprochen, was aber insgesamt auch ganz interessant ist, wenn man eben auch sieht, dass hier ad hoc eben auch natürlich im Handelsverlauf beziehungsweise in der Gestaltung des DAX sich sehr, sehr viel tut. Das heißt, wenn eben ein Unternehmen auf einmal eine bestimmte Größe oder eine bestimmte Gewichtung annimmt, dann hat natürlich hier die Börse auch entsprechend reagiert. Und da wird es halt auch nochmal spannend, wie stark sich dann eben auch durch die zweijährliche Überprüfung durch die Kommission der Deutschen Börse entsprechend hier auch zukünftig zum Beispiel dann eben auch natürlich die Indexmitglieder im DAX ändern können. Und da sieht man ja auch schon sehr starken Sog in Richtung Technologie. Das heißt, gerade eben die Einflussnahme beziehungsweise dann natürlich auch die neuen Börsenkandidaten, die eben an die Börse kommen, die eben hier größer werden, die Marktkapitalisierung zunehmen und natürlich auch in den Fokus dann eben einer möglichen DAX-Aufnahme kommen, werden tendenziell auch eher aus dem Bereich der New Economy kommen, beziehungsweise der Technologie. Das bedeutet, auch hier wird eben durch die neuen Kriterien, durch die zweimalige Überprüfung eben auch eine eher Technologisierung des Index stattfinden. Weil zum Beispiel natürlich auch dieses ganz, ganz früher gab es auch dieses Soft-Kriterium, dass man versucht hat, durch den Index, durch den DAX, durch den deutschen Aktienindex, so ein bisschen versucht hat, die deutsche Wirtschaftslandschaft natürlich auch abzubilden. Dieses Kriterium ist schon lange weg und war aber eigentlich aus meiner Sicht heraus ganz sinnvoll, weil man eben sehen muss, dass hier einzelne Unternehmen tendenziell eben nach hinten runterfallen können, wenn eben zum Beispiel ja, Technologieunternehmen, die noch sehr jung sind, die zwar gerade einen operativen Gewinn ausweisen können, aber sehr stark in der Expansionsphase sind, eine sehr hohe Marktkapitalisierung erhalten, dann eben in den Index reinkommen und entsprechend dann aber meist auch am Zenit reinkommen. So ein Phänomen kann man sehr, sehr häufig bei DAX-Neukandidaten dann zukünftig auch sehen, sodass, oder hat man gesehen in der Vergangenheit und wird die auch zukünftig sehen, dass die genau an dem Hochpunkt entsprechend ihrer unternehmerischen Expansion reingekommen sind. Das heißt, sehr teuer eben drin sind und auf einmal eben die große Korrektur dahingehend stattfindet. Das Fazit, es hat sich noch einiges geändert. Das heißt, aus dem DAX 30 ist nicht mehr der DAX 40 geworden, sondern es hat sich vom Handelsverhalten sehr, sehr viel geändert, beziehungsweise es wird sich tendenziell noch sehr viel ändern. Das ist auch im Endeffekt der Inhalt, den ich hier so ein bisschen versuchen wollte, rüberzubringen. Das heißt, wirklich drauf gucken, gerade eben die Maße Volatilität, Volatilität der Volatilität insgesamt, und das natürlich auch berücksichtigen, wenn man eben entsprechende Termingeschäfte macht auf den DAX oder entsprechend dann eben agiert, beziehungsweise ganz wichtig bei dem Risikomanagementsystem, die ihr dann eben auf euer DAX-Engagement entsprechend habt, dann natürlich auch rückfolgern zum Money Management, das heißt die Positionen, die man eben eingeht, entsprechend justieren und das eben auch berücksichtigen. Das ist so ein bisschen das, was ich versuchen will, euch mitzugeben, weil es eben nicht nur wünschenswert ist, dass eben natürlich der DAX größer geworden ist und dass wir eben hier eine größere Vielfalt haben, sondern weil sich eben die Handelsmethodik, das Handelsverhalten insgesamt eben hier geändert hat. Und damit wäre ich dann auch schon quasi durch. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und würde vorschlagen, natürlich ein Disclaimer darf nicht fehlen. Alles, was ihr jetzt sagen, ist nur meine Meinung. Soll auch nur eine Indikation sein und ihr müsst eure entsprechenden Kauf- und Verkäufe dann selber ableiten. Ich gebe hier keine. Und jetzt können wir sozusagen feuerfrei für Fragen. Achso, okay. Ich glaube, ich habe ihn wieder ein bisschen früher genommen. Wir wollten ja okay, 10 vor. Dann, wenn jetzt noch keine Fragen da sein sollten. Dann gehe ich nochmal auf die. Moment, genau. Auf die Situation ein, was eben teilweise eben die einzelnen Unternehmen, die eben in dem DAX in der Zwischenzeit dann schon mal auch als Indexmitglieder drin waren,
was das eben auch bewirkt hatte. Wir sehen hier halt auch von den Unternehmen, die halt kurzzeitig nur drin waren, auch meistens relativ kleinere Unternehmen. Das heißt, selbst die, die eben kurzzeitig nur drin waren, weil man jetzt vielleicht sagen würde, es gab ja immer schon Änderungen auch im DAX. Das bedeutet, dass hier natürlich die Unternehmen, die hier aufgezählt sind, natürlich auch entsprechend dann Einwirkungen hatten auf das Handelsverhalten vom DAX, sind aber die Einwirkungen aufgrund der Unternehmensgrößen, die zwar dazu geführt haben, dass diese Unternehmen insgesamt reingekommen sind, haben wir aber hier kaum eine größere Clusterwirkung gesehen. Das heißt, zu der Zeit, wo zum Beispiel eine App-Post eben reingekommen ist, klar, die mit der Deutschen Telekom insgesamt dann einen sehr großen und auch mit Infineon einen sehr großen Teil der Technologie dargestellt, aber insgesamt sind natürlich auch die anderen Unternehmen stark von der Marktkapitalisierung her groß gewesen, sodass der Einfluss der einzelnen Unternehmen, die eben dann als neuer Kandidat reingekommen sind, eher gering waren, sodass sich das in Grenzen gehalten haben und oder hat. Und wir haben eben auch hier einzelne Unternehmen, die eigentlich schon immer eher am unteren Ende der DAX-Marktkapitalisierung waren und eigentlich eher durch dann andere Kandidaten kurzzeitig verdrängt worden sind, beziehungsweise dann eben die Einflussnahme gar nicht so groß war, wie man es hätte erwarten können, sondern sich das wirklich im Rahmen zusammengehalten hat. Wir haben natürlich auch einige Kandidaten gesehen, die dann zum Beispiel auch durch Übernahmen entsprechend von anderen DAX-Kandidaten entsprechend übernommen worden sind und dadurch eigentlich auch nur größer geworden sind. Hier vielleicht mal ein Feber und FIAC genannt, die dann ja durch den Zusammenschluss eben eine entsprechende Größe gehabt haben. Und das gab es eben auch in anderen Konstellationen, das auch mit Preußer und der ThyssenKrupp zusammen und so, also hier im Stahlbereich eine starke Konsolidierung stattgefunden hat. Und das eben ganz spannend und interessant ist. Wir sehen natürlich auch hier jetzt bei den Neuen, ich hatte Porsche gar nicht erwähnt, was eigentlich auch ganz spannend ist, weil wir hier auch so ein bisschen die Situation vorfinden, Porsche als größter Einzelaktionär von der Volkswagen und die Volkswagen ja ebenfalls ein relativ Schwergewicht im DAX hier auf Position 3. Und das ist halt insgesamt natürlich auch eine sehr, sehr spannende Situation, wenn man sich halt ansieht, dass die Volkswagen mit 118 Milliarden Marktkapitalisierung drin ist und die Porsche an sich befindet sich hier mit 25 Milliarden, obwohl ja die Porsche an der Volkswagen AG 53% an den Stämmen hält. Das heißt, man hat eigentlich hier auch eine sehr, sehr spannende Situation, die darauf einzahlt, dass genau dieses Cluster, was dadurch entstanden ist, sich gar nicht dadurch widerspiegelt, weil der Freeflow bei der Porsche zur Ermittlung der Marktkapitalisierung entsprechend gering ist und das sich gar nicht dahingehend ausdrückt, beziehungsweise auch der Markt insgesamt das auch eher als Clusterrisiko sieht, weil natürlich die Porsche stark von dem operativen Geschäft der Volkswagen AG abhängig ist, weil natürlich davon eben die operativen Gewinne und daraus folgend die Dividendenausschüttung auf das operative Geschäft von Porsche beziehungsweise dann eben dem Jahresergebnis natürlich auch einzahlen. Also auch hier auch eine ganz interessante Konstellation, die sich eben jetzt dann ergibt und sicherlich zukünftig auch nochmal eine Rolle spielen kann, wenn eben der Automotive-Sektor entsprechend vielleicht mal eben zyklisch korrigieren sollte. Also von daher merkt man schon, es bleibt und ist auf jeden Fall spannend. So. Und damit bin ich durch und fertig oder bereit für Fragen. Ja, sehr schön. Das hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich hoffe, man hört und sieht mich jetzt auch. Zumindest hört man mich, Andreas. Ja. Ja, dann schalte ich mal deine Präsentation weg und mache mich auch sichtbar. Also, da waren viele Informationen für diejenigen, die vielleicht sich gefragt haben, was passiert denn im DAX überhaupt, warum gab es die Umstellung, welche Unternehmen sind reinkommen und so weiter und so fort. Ich will es nicht nochmal wiederholen, aber eine Frage, die mitgeschwungen hat, die war natürlich bei vielen Anlegern, wenn jetzt 10 Unternehmen mehr im Index sind, springt dann gleich der Kurs nach oben. Wurde die dir auch aufgestellt oder ging das nur mir so? Ja, nee, zumal, also es war natürlich eine Frage, die ich im Vorfeld schon gestellt hatte, aber hier hat ja natürlich die Deutsche Börse entsprechend entgegengewirkt und hat halt gesagt, genau, das wird halt nicht berücksichtigt. Man nimmt sozusagen die Gewichtung der anderen Unternehmen zurück und nimmt die neuen Kandidaten die Gewichtung einfach zu, dass man sagt, 100% bleibt 100% und man macht nicht aus 100% 110%. Mhm. Dadurch sinkt natürlich auch die Volatilität ein bisschen innerhalb des Index, möchte man ja meinen, logischerweise, wenn die Gewichtung kleiner wird von manchen Unternehmen, da gibt es ja auch die durchschnittliche Schwankungsbreite, die sogenannte ATR, die Average True Range, sinkt die dann auch im DAX? Nee, genau, das ist ja das Phänomen, was man ja gesehen hat, dass es eben nicht passiert, sondern wir haben hier eben eher eine tendenzielle, also gut, jetzt ist die Periode ein bisschen kurz, um wirklich dann zu sehen, dass hier schon
signifikant genau das zu betrachten ist. Aber es ist zu erwarten, dass es genau eben nicht passiert, sondern es wird eben eher an Schwankungsfreudigkeit zunehmen, weil die Kandidaten, die reingekommen sind, die eher volatilitätsarm Werte überkompensieren. Das heißt, wir haben hier eigentlich einen Shift hin zu höherer ATR, zu höherer Volatilität. Wobei die ATR, aber das ist eigentlich interessanter, das ist ja tatsächlich die absolute Schwankungsbreite. Das heißt ja wirklich in Kurs, also in Punkten, in Euro gemessen und nicht der relative Bezug durch die Volatilität. Und das ist genau der Punkt, der eben sehr, sehr spannend wird. Und ich glaube, dass die eben zunehmen wird, weil wir eben, guckt halt eine Zalando an, die schwankt halt sehr, sehr stark, also auch in absoluten Euros. Und hat natürlich auch entsprechend in Punkten, wenn du das auf den DAX entsprechend runterrechnest, dann insgesamt natürlich auch eine entsprechend größere Wirkung, weil du oftmals auch bei Indexberechnungen sehen musst, dass natürlich dann einzelne Unternehmen, wir hatten ja das Phänomen, das hatte ich vorhin kurz gesagt, bei Volkswagen, wer das damals erlebt hat, das war wirklich irrsinnig. Die Volkswagen ist extrem angesprungen und große Indexunternehmen wie eine Bayer, eine Siemens, eine Deutsche Telekom, eine SAP, die sind massiv abverkauft worden, weil genau diese Justierung von den institutionellen Investoren stattgefunden haben und die gesagt haben, okay, ich muss jetzt die Volkswagen-Aktie, weil die eben so stark an Gewichtung zunimmt, entsprechend höher gewichten im Portfolio und muss die anderen Unternehmen rauswerfen, obwohl eigentlich in dem Augenblick überhaupt keine Notwendigkeit war, weil man wusste, es ist eine Sondersituation. Und sowas meine ich halt, wenn du eben stärkere, nur ist eine Zalando nicht in der Größe von der Volkswagen, aber ich meine jetzt halt insgesamt natürlich, wenn du die Stay-at-Home-Aktien wie eine Sartorius und so weiter insgesamt siehst oder wenn du eine Airbus mit einer MTU zusammen siehst, dann ist hier ein ganz anderer Charakter drin, der eine wesentlich höhere Clusterung hat. Und manchmal tut sich das ja auch dann wegkürzen. Wenn wir zum Beispiel am Freitag den Handelstag nehmen, da war eine Daimler recht stark, eine Linde recht schwach. Die Daimler hat in DAX-Punkten ausgemacht 18,6 Punkte und die Linde hat 18,3 Punkte minus ausgemacht im DAX. Also das gleicht sich ja dann auch ein Stück weit immer wieder aus, oder? Kann passieren, genau. Wobei man hier sehen muss, hier haben wir natürlich zwei klassische Old Economy, also das heißt Linde als Industriegashersteller. Ist natürlich auf der Kapitalisierungsseite, ist ja der zweitgrößte Wert im DAX, entsprechend größer als natürlich eine Daimler, die ja dann eben von auch, sag ich mal, Sondersituationen und Nachrichten entsprechend profitiert hat oder profitiert und dann natürlich einen Ausgleich stattfindet. Das ist schon richtig. Aber es kommt eben schon, da kann so eine Situation haben wir natürlich auch. Aber wenn du halt insgesamt siehst, dass wir eben hier doch Cluster haben, also zum Beispiel wie gerade mit einer Porsche und einer Volkswagen, die in der Form vorher nicht drin haben, dann ändert sich aber der Charakter eines Index. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so tragend, aber nehmen wir mal an, wir bekommen wieder so eine Situation, ich sage mal Volkswagen 2.0, dann haben wir nicht nur ein Indexmitglied, was sozusagen hier durch die Decke geht, sondern haben wir bereits zwei Indexmitglieder, die entsprechend auf diese Situation reagieren. Und das meine ich halt, dass wir halt wirklich aufgrund der Ausweitung auf einmal zusätzlichen Clusterrisiko bekommen haben, was man vorher in der Form nicht hatte. Sicherlich eine Sondersituation, aber insgesamt in der Summe dieser Verknüpfung und Verkettung interessant und natürlich nicht zu unterschätzen. Und vielleicht jetzt haben wir das positive Szenario, was natürlich alle Anleger favorisieren, gemalt, dass einige, wie du sagst, durch die Decke gehen. Dann lass uns mal auch noch ein düsteres Szenario malen. Ich skizziere mal Corona mit der Delta Y Gamma sonst was Variante, bindet uns alle ans Homeoffice und an das Heim, also die Wohnung, das Haus. Und letzten Endes brauchen wir dann gar nicht mehr so viel Mobilität. Und mit 4 Automobilwerten im DAX könnte dann auch ein kleines Kippgewicht entstehen, oder? Auf jeden Fall, genau. Und zumal wir auch andere Faktoren, also andere Unternehmen dann eben auch drin haben, die natürlich jetzt hier auch verstärkend darauf einzahlen. Wir haben, genau, also eine Brenntag zum Beispiel, ne, oder halt Unternehmen, die eben genau klassisch aus diesen alten Old Economy Branchen kommen, die sind dann halt auch entsprechend natürlich als Risiko da, wobei man auch sehen muss, das hätten wir ja vorher auch schon gehabt, der DAX ist ja tatsächlich ein Old Economy Wert, das heißt, wir haben natürlich hier, sogar hier kurioserweise das Momentum, dass aber auch ganz interessant ist und selbst auch bei der DAX-Betrachtung zu sehen ist, ein auffangendes Momentum da ist. Also eine Zalando und eine Sartorius profitieren in diesem Augenblick davon und dämpfen ja den eigentlich zu erwartenden Kursverfall ab. Das heißt, wenn du ein Handelssystem hast, was zum Beispiel darauf eingestellt ist, auf Short-Positionen eingehen zu können und gerade dann diese schnelleren Abverkäufe im Endeffekt handeln will, dann kommt es eben darauf an, dass du dieses abpuffernde Momentum ja entsprechend dann siehst. Also das heißt, der DAX wird vielleicht nicht komplett durchgereicht, sondern kriegt natürlich eben aufgrund, je nachdem, was für ein Anlass das da natürlich ist, einen puffernden Aspekt mit rein.
Und das ist genau der Punkt, wo ich halt auch immer in der Vergangenheit auch gerade eben bei vielen kleinen oder Privatinvestoren eben auch sehe, dass hier gar kein großer Gedanke dafür verschwendet wird, sondern man nimmt eben, ja, ich habe ein Backtesting gemacht eben auf mein System 40 Jahre, wo ich mir immer so frage, okay, aber ist okay, ja, von der Risikoseite, um alle möglichen Marktphasen und mal zu gucken, wie das System sich verhält, okay, aber du kannst doch nicht aus den 80er Jahren oder aus dem Jahr 2000 irgendwelche Signale versuchen zu generieren, die du heute noch anwendest. Das funktioniert nicht. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, man muss eigentlich hier mal den Faktor mit reinbringen, der ein Korrekturfaktor. Vielleicht eine letzte Frage. Eine Minute haben wir noch. Es geht nämlich heute heiß weiter bei der World of Trading. Und zwar aus dem Publikum die Frage nach, ist der DAX jetzt attraktiver vielleicht auch für solche Unternehmen wie eine BioNTech oder eine CureVac, die nicht im DAX gelistet sind, obwohl sie deutsche Unternehmen sind, sondern sich pauschal erst einmal an der Nasdaq um das Listing bemüht hatten? Also gut, das zielt natürlich darauf ab, ob der deutsche Finanzmarkt dadurch interessanter geworden ist. Also er ist interessanter geworden, auf jeden Fall für internationale Investoren schon. Ob das jetzt aber auf IPO-Kandidaten direkt abzielt, die jetzt in Deutschland dadurch ihr Listing machen, das würde ich jetzt erstmal bezweifeln, weil natürlich die Marktstimmung eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Das heißt, die amerikanischen Marktteilnehmer sind wesentlich risikofreudiger, die sind eher bereit, auch Venture Capital zu geben, also Ideen zu finanzieren, auch höher zu finanzieren. Und deswegen sind die Unternehmen auch teilweise dann gewillt, eher an der Nasdaq oder in den USA den Börsengang zu machen als in Deutschland. Das ist also eher eine Frage der Aktienkultur an sich als wirklich der DAX-Gestaltung. Super, ganz lieben Dank für die Antwort und auch für die spannenden Inspirationen zum Einstieg in den Samstag. Andreas Lipko, bis bald. Mach's gut. Tschüss, danke. Ja.